Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ja, entschuldige bitte, also entschuldigt vielmals, dass ich so oft die Kamera benutze. Ja, zum einen dunkel ist, ich möchte gern was sehen, und zum anderen, ja. Aha, der ist außer Betrieb, Schwörer. Super. Das heißt, wir müssen den einschalten. Wow, wir dürfen sogar mal rein hier. Machen wir gleich wieder zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die zwei Hampelmänner gleich da sein werden. Wow. Ich darf nicht raus hier? Diese Sau. Was mache ich denn jetzt? Ich dachte, ich kann beim Fenster raus, wo er rein ist, ne? Ist ja wieder geil. Ach, ich hasse es. Jetzt speichert der Krippel da. Ich kann nicht raus. Wieso geht das denn nicht? Was muss ich machen? Da! Das ist zu fett, glaube ich. Woher soll man das wissen, bitte? War es der Hell? Die Tür zu, du Trottel! Da brennt's. Ist das normal gewesen? Um Gottes Willen! War das normal? Ja. In die Dusche. Ja, ich werde auch gleich eine Dusche brauchen hier. Gibt's hier Batterien? Es ist alles dunkel, ne? Hier gibt's wahrscheinlich gar nichts, ne? Dein Ernst jetzt? Der Kerl nervt. Extremst. Der nervt extremst. Ich hasse ihn. Man muss laufen, ich weiß. Aber ich habe keine Ahnung, wohin. Ich werde sterben, das weiß ich auch. Läuft schon wieder nicht, ne? Der hat wahnsinnige Probleme mit dem Laufen. Ich hab's mal probiert. Der hat wahnsinnige Probleme mit dem Sprinten.
keine Ahnung, ob er da, ob das mit dem der Befehl bis zum Hirn 3 Sekunden dauert. Oh Scheiße. Was steckst denn da schon wieder fest? Du Arschloch. Er rennt nicht. Ich weiß nicht, warum er nicht rennt. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht rennt. Jetzt hier weiter? Alter, du Sau! Alter, mich trifft nochmal der Schlag, ey. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Es juckt mich, ja. Hi. Wo geht's jetzt hier raus? Darauf, oder was? Hüpf! Hi. Alter! Danke. Glaube ich. So it's the experiment. The dead will fall on the living. It's still happening. Beweg dich vorwärts und drücke Leertaste, um von der Kante zu springen. Okay. Ich glaube hier rauf. Ich sehe überhaupt nichts, glaube ich, oder? Oh, doch, ein bisschen sieht man. Warte. Wäre hier was gewesen für uns? Ich bin hier schon an 20 Batterien vorbeigelaufen. Hi. Ich will dir nichts Böses. Puh. Alter. Ich könnte Batterien gebrauchen. Ich sollte vielleicht auch nicht so verschwenderisch sein, ne? Ich glaube, wir sind hier tatsächlich richtig. Ich will da glaube ich nicht runter. Neue Notizen, alles klar. Warrider. Das Wort Warrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Warrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Warrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon, etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Bitte hör auf! Jetzt könnt ihr aufhören mit den Schmähs da erst. Kamera ist aus, ne? Also leer, also Licht wäre gut. Wo
Muss ich hier noch weiter runter? Bitte nicht. Hier ist Dusche, ne? Echt, fuck. Ich sehe nichts. Ich brauche jetzt leider die Kamera. Es tut mir leid. Und ja, ich krieche jetzt ein bisschen. Muss ich... Finde einen Weg aus der Kanalisation. Bitte, irgendwo noch eine Batterie. Da schon mal nicht. Ist da Licht? Tatsächlich. Jetzt liegt da echt jemand. Hi, Kumpel. Ich glaube, der hat's überstanden. Muss ich da jetzt durchkriechen? Boah, ist das ekelhaft. Ha! Geilo. Ich habe nur mehr 6 Batterien. Ich soll vielleicht etwas sparsam sein. Ich habe keine Ahnung, ob das... Drehe 2 Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Ich denke mal, ein Ventil... Aha, ach so. Aha. Okay. Jetzt ist er da, oder was? Hä? Ich kenne mich gerade nicht aus. Dreht. Ah, Notizen, schau mal. Hier, Dokument. Ich mag die Melodie, schwör nicht. Das Evangelium des Sandes, mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archimbord. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Souls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit, ja. Sehen wir wahrhaftig. So. Dies ist das Geschenk des War Riders. Das Evangelium des Sandes. Des Sands. Sands. Sands? Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren. Also eine Offenbarung zu erlangen und sie dann und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ja, natürlich. Boah ey, ich würde gern wieder mal speichern oder so, ne? Jetzt muss ich da echt da rein, ne? Gar nichts, ne?
Bitte geh auf. Nichts geht auf. Ja, ja, ich bin schon wieder hin. Ich bin schon wieder hin. Was sonst? Ich habe auch keine Ahnung, wo diese Scheiße sein soll. Na, nicht rein! Die Batterie ist wieder leer. Hör auf! Ich habe keine Ahnung, wo diese scheiß Ventildingen sein sollen. Bei ihm drin glaube ich fast nicht, oder wirklich? Aber wo? Scheiß Ventile, echt. Ja, machen wir halt nochmal. Eine Batterie will ich noch opfern. Wo soll der Schmarrn sein, bitte? Herrschaftszeiten nochmal. Das kann ja nicht echt da drinnen sein. Eine Karte gab es da auf jeden Fall, ne? Ob mir die Karte hilft? Soll das hier sein? Habe ich keine Ahnung, wo das sein soll. So ein Abwasserding. Ich nehme mal an, wir sind hier bei dem einen Raum vorne, ne? Dann müsste es da darüber was geben. Aber wie komme ich... Wie kann ich... Es ging ja nirgendwo links weg, oder doch? Ah! So natürlich. Aha. Ist nur zum Verstecken. Vielleicht ein Stück zurück. Das ist echt merkwürdig. Kamera aus, Entschuldigung. Da drüben scheint ein Rohr zu sein, ha? Runter gerade, ne? Oh. Hm, immer dieses Warten, ey. Ich will hier weiter. Das ist pure Absicht, ne? Ventil Nummer 1. Ach, mein Ohr juckt. Kommt er her? Freilich. Natürlich. Gut. Sehr, sehr gut. Das erste haben wir schon mal. Hm.
Es wäre nun nicht schlecht, das andere noch zu finden, ne? Gut, das hätten wir. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, wir werden uns wieder hier unten verstecken, irgendwo. Das war doch hier, ne? Hier war's. Mal kurz verstecken. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich am besten ausweichen hätte sollen. Weglaufen wahrscheinlich, ne? Und ich schätze, dort, wo er rein ist, ist das zweite zum Reingehen, ne? Die andere Variante. Jetzt ist die Frage, wie können wir ihn weglocken? Es wäre halt echt klasse, eine Dose aufheben zu können und zu werfen zum Beispiel, ne? Definitiv der Raum, ne? Laut Rohr. Hier, ne? Geht's da rein. Das ist halt gerade echt nicht super. Rascheln hört man was, ne? Es ist ekelhaft, wenn das raschelt. Wie so ein Krampus. Schaut ja fast so aus. Vielleicht geht er nochmal hinten hier rein, hinten rum. Also da lang. Das wäre schön. Ja? Will warten. Ich frage, ob wir hier rein müssen oder woanders hin, ne? Ich brauche kein Licht, Entschuldigung. Okay. Durchgespült. Nicht schlecht. Bravo! Das hat schon mal hingehauen. Ich habe jetzt nur gerade keine Ahnung, wo der hin ist. Jetzt da runter, ne? Alter. Ich traue mich kein Licht mehr machen, ey. Da ist jemand ersoffen. Aha. Die ganze ist auch schon wieder aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aha.
das gut ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hallo. Ich bin ein Freund. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ich verschlossen. Da hinten? Geht. Ah! Da sind wir. Okay. Gespeichert. Wie schön dieses Wort ist. so ein schönes Wort. Ein wunderschönes Wort. You still know it's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Hier runter? Ich hoffe. Alter Schwede. Wieder gesperrt. Ich habe keine Ahnung. Gut. Dann vielleicht hier lang. Servus. Wie gemein. Ja, es wird Zeit, dass wir den Part jetzt dann bald beenden. Ich habe keine Ahnung, ob ich bei der Tür rein hätte müssen. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Okay, hier ist zu. Und wieder gespeichert. Keine Ahnung, ob ich was richtig mache oder nicht. Es hat. Ich mach wieder zu. Alter! Jo! Gibt's da unten eine Batterie? Ich hoffe doch, ich könnte wieder mal. Eine gebrauchen. Wo waren die jetzt? Da. Wow. Batterie, ich liebe dich. So. Wir werden den Part beenden. Stockdunkel. Im Finsteren beenden wir den Part. So. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Boah, ey. Ah ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören und sehen uns, wenn die Kamera mag, beim nächsten Mal. Tschüssi!